Wir erleben derzeit eine beispiellose Form deutscher Naivität und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Markeflüster. Diese deutsche Naivität, die drückt sich aus im DAX, der feiert die Party der Amerikaner mit, ohne zu merken, dass es gar nicht seine eigene Party ist, sondern dass man seitens der Partyveranstalter erwartet, dass der nicht gebetene Gast, nämlich die Deutschen und andere, für diese Party zu bezahlen haben, zum Beispiel durch Importzölle. Trump avisiert ja alle Nationen, die letztendlich einen starken Handelsbilanzüberschuss haben im Vergleich mit oder im Handel mit den USA. Das ist das eine. Und dann hat heute Clemens Füst, der IFO-Chef, gesagt, ja, also die deutsche Exportindustrie ist äußerst optimistisch für das Jahr 2017 und ganz besonders optimistisch sei die deutsche Autoindustrie, die sich also wahre Wunder von diesem Jahr erwartet. Und da muss man sich schon fragen, sag mal, wo lebt ihr denn eigentlich, auf welchem Planeten seid ihr derzeit unterwegs? Offenkundig nicht auf der Erde, bei der es durchaus etwas ruppiger zugeht in 2017, seit Donald Trump Präsident ist. Das ist sozusagen eine wirklich atemberaubende Naivität. Auf der anderen Seite scheint Kanzlerin Merkel da schon ein bisschen realistischer. Die sucht jetzt die Annäherung mit China, hat mit Li Keqiang, dem chinesischen Premier, telefoniert. Dort hat man vorwiegend über das Thema Freihandel und Protektionismus gesprochen und es zeichnet sich so ein Schulterschluss ab zwischen Deutschland und China. Natürlich ist China kein wirkliches Freihandelsland, das ist uns allen klar, aber man wird wahrscheinlich sich hier doch zunehmend näher kommen, wenn die Amerikaner immer weiter abrücken mit diesem protektionistischen Modell. Also das werden hier spannende Entwicklungen sein. Ansonsten haben wir heute schwache Zahlen gesehen zum Bruttoinlandsprodukt. Nur 1,9% im vierten Quartal. Was belastet hat, war vorwiegend Export-Import. Das heißt, das Handelsvolumen ist zurückgegangen. Und das dürfte noch weiter zurückgehen unter Donald Trump, wenn diese Mauer zu Mexiko kommt, der wichtigste Handelspartner in vielen Bereichen. Das alleine wird schon schwer hier die Zahlen nach unten bringen, etc. etc. Also das sieht nicht so aus, als würde sich das ändern. Warum ist das BIP noch einigermaßen überhaupt im Plus? Weil eben viel auf Lager produziert wurde, weil die Leute doch einigermaßen noch konsumieren. Wir haben heute die Verbraucherstimmung Uni Michigan, der höchste Stand seit 13 Jahren. Wobei auffällig ist, dass die Demokraten, die also der Demokratischen Partei zuneigen, sehr, sehr viel pessimistischer sind als noch vor 6 Monaten, während die Republikaner, also die Republikaner wählen oder die gut finden, extrem euphorisch geworden sind im Vergleich zu dem Stand vor 6 Monaten. Euphorisch sind die Aktienmärkte heute nicht. Wir haben jede Menge Unternehmenszahlen, dazu gleich mal mehr. Man bröckelt so ein bisschen ab, ohne dass jetzt großer Druck ist bei den Aktienmärkten. Wir starten gleich mal mit dem DAX. Der sich jetzt hält bei 11.813. Es geht so ganz langsam nach unten. Wie gesagt, kein wirklich großer Druck nach unten, aber eben auch Nulldynamik nach oben. Das gilt auch für die US-Indizes. Hier sehen wir den S&P 500, 2294. Wir sehen den Dow Jones jetzt knapp unter der 20.100er Marke, also hier auch kein weiterer Auftrieb derzeit. Nasdaq 5.161 hält sich noch vergleichsweise gut. Zahlen von Intel, die sehr gut waren, dazu gleich mehr. Wir sehen jetzt hier den Euro, der nicht so genau weiß, wo er hin soll. Wir haben zwar ein schwaches BIP gehabt, aber wir haben eben eine gute Verbraucherstimmung. Es ist einfach jetzt die große Frage, was setzt sich durch? Normalerweise muss der Dollar stärker werden. Je protektionistischer die USA agieren, umso stärker der Aufwertungsdruck auf den Dollar. Auf der anderen Seite eben die Frage, wie stark wird die Rhetorik gegen den Dollar ausfallen durch die neue Trump-Administration? Wir sind jetzt hier in so einem Entscheidungscluster zwischen 1,06, 50, 55 etwa, 57 und oben die 1,77. Ein Ausbruch dürfte dann ziemlich dynamisch verlaufen. Schauen wir uns den Dollar-Yen an, der ist jetzt knapp über der 115, nachdem die japanische Notenbank ja ihr QI-Volumen erhöht hat. Man will einfach die Renditen nicht überschießen lassen, nicht weiter steigen lassen, weil sonst die Schuldenlast Japans nicht bezahlbar ist und gleichzeitig der Yen sonst zu stark würde. Daher die überraschende Aktion der Bank of Japan. Wir sehen die Renditen der US-Anleihen der 10-Jährigen hier wieder etwas zurückkommen. Der Kurs steigt, also die Rendite fällt wieder leicht.
Dennoch dürfte der Trend on the long run so oder so zu steigenden Renditen gehen, denn die Anleger werden einen Risikoausgleich fordern für das gigantische Investitionsprogramm in die Infrastruktur etc., die Trump hier vorhat. Wir sehen den Ölpreis mit so einem kleinen Doppeltop hier über der 54er Marke im Märzkontrakt, sehen das Gold sich hier einigermaßen hält heute nach dem gestrigen Fall bei 1100 knapp 87, sehen den Silberpreis nach oben schießend wieder in einer merkwürdigen Kerze. Wir sehen Volkswagen heute unter Druck wie Daimler und BMW auch. Hintergrund ist eine Klage des Bundesstaats New Mexico aus den USA oder in den USA, der jetzt auch deutsche Autobauer ins Visier nimmt. Auslöser sind diese Airbags von dem japanischen Unternehmen Takata. Und hier lautet der Vorwurf, Daimler und Volkswagen und BMW, wie sie alle heißen, die hätten gewusst, dass diese Takata Airbags defekt sind. Takata, ein Unternehmen in Japan, das in schwerer Bredouille war, jetzt sich geeinigt hat mit der US-Justiz über eine Strafzahlung. Jetzt auf jeden Fall könnte da die nächste Klagesituation auf Volkswagen zukommen, aber auch auf BMW und Daimler, heute ja Winterkorn des Betrugs verdächtigt worden oder Staatsanwaltschaft ermittelt das. Intel heute einer der stärksten Werte im DAO, das Cloud-Geschäft, das ist sozusagen das, wo ehemalige PC-Hersteller oder Software-Hersteller auch wie Microsoft einfach jetzt Geld verdienen, ist Cloud, Cloud, Cloud. Wir sehen Intel stark, wir sehen Google weniger stark, allerdings kein starker Einbruch, die Zahlen doch eher enttäuschend und ziemlich enttäuschend auch Chevron, auch wenn sich die Aktie jetzt erholen kann, hier dieser Ölkonzern, der amerikanische Ölkonzern, der zwar wieder im Gewinn ist, aber eben nicht so, wie die Anleger das erwartet hatten. Man hat ja Kosten gesenkt, Mitarbeiter entlassen etc. etc. Also, es ist so ein bisschen der Aufwärtsdruck raus bei den Aktienmärkten. Was wird jetzt passieren? Jedenfalls eins scheint uns klar, der DAX lebt derzeit auf einem Planeten, der möglicherweise nicht Realität heißt. Schauen wir mal, ich wünsche ein schönes Wochenende. Bis dann, ciao.